Wow. Schau dir die Effekte an. Ist der tot? Die haben bestimmt eine Leiche genommen dafür. Die wurde gerade eine Leiche weggezogen. Alter. Guck mal, Hubis. Oh, guck mal. Nice. Vor allen Dingen die Tiere, das passt ja richtig zu dir. Ja. Eine wunderschöne, liebe Zockergemeinschaft. Ich bin jetzt zurück. In Far Cry 5 und man sieht, Happy ist wieder dabei. Die Katzen jagen ihn. Moinsen. Das Übliche halt. Und ich dachte mir, wir starten mal mit dem Bums. Da, 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 75 Punkte. So, und wir haben auch gleich vor, nicht euer Ernst. Ich glaube, gleich kommt's hart. Nee, der hat uns nicht gesehen. Wirklich? Na denn? Mal da unten. Die könnten wir doch. Jetzt sieht er uns. Okay, nicht getroffen. Nee. Doch, jetzt hat er uns. Moment. Was war denn das? Warten wir auf ihn. Der kommt wieder. Und die anderen beiden haben den Typen da getötet unten. Wow. Hey! Stopp! Da rennt jemand. Da ist eine Kuh. Ja, Kühe bringen nur Essen. Stopp! Also, was ist mit ihm? Er muss stehen bleiben. Ist es nicht der, der da drüben war? Nee, ich glaube, der ist tot. Wirklich? Ja. Weil ich sehe ihn gerade vor mir. Okay. Ich kann aber nicht mit ihm reden, der hat einen Konflikt. Gesehen, die unterwegs zu Danskys Hütte waren. Ich wette, sie wollen sich seine Vorräte holen. Jemand sollte mal nach ihm sehen. Yep, haben's. Und wir haben sogar irgendeinen gerettet. Den holen wir uns noch irgendwann. Yep. Aber erstmal. Mir fehlt irgendwie meine Waffe. Welche? Na, ich. Hier ein Dings. Ne, das ist ein guter. Na, hier, wie heißt das? Ein. Moment. Mist. Pass auf. Was ist denn hier los? Wo ist das Flugzeug? Ich will dieses Flugzeug.
Zivil ist gerettet. Bär? Boah, schon wieder daneben. Oh, Alter. Was ist denn da passiert? Bombe ist neben mir eingeschlagen. Sie haben Bombenwetter. Ja, jetzt haut der Bär ab. Ich glaube, der mag dich. Der geht mir auf den Sack, genauso wie die Tiere. Ich krieg den noch. Ich habe hier noch 3 Versuche. Wenn er mal richtig fliegen würde. Bin hier auf der Brücke, Mann. Nee, er mag dich. Er geht viel lieber auf dich. Ist klar. Wieder voll auf dich fast. Der geht mir auf den Sack. Ja, okay, dann ja, lass weiter. Der will wohl nicht. 300 Meter ist unser Ziel. Kontakt verloren. Na, ich wollte mal hier Skill raushauen, holen, aber... Ja. Der fliegt zu blöd. Ich hab einen Bär gekillt. Sehr gut. Ich bin schon mal ins... Was ist denn jetzt los? Ach so, weil du nicht in der Nähe warst. Gerade gewundert. Wo bist du hingelaufen? Richtung Ziel. Ich habe markiert. Ach, da hinten. Hä? Irgendwas ist da unten los. Oh, guck mal hier, jemand hat einen Hirsch sich gesnackt. Du siehst nicht aus wie so ein Sektenheini. Hast du die Schüsse gehört? Die kam von Elliots Haus. Los, wir müssen dahin. Los, wir müssen dahin. Wo ist ein Happy? Für solche Arschlöcher habe ich nichts übrig. Erledigen wir sie. Mist, ich wollte ihn nicht anheuern. Lassen. Entfernen. Bestätigen. Ich hab ja schon 2 Leute. Hä, ich seh dich nicht. Ich bin hinter dir. Ach, hast dich versteckt. Woher weiß ich, dass du überhaupt echt bist? Na denn. Auf jeden Fall, hier ist irgendein Versteck. Da ist ein Hirsch. Aha, Geisterhaus. Wie drauf geschissen. Ich sehe nicht mal was. Was wird. Hier wird die ganze Zeit geschossen und ich sehe nie was. Strom benötigt. Strom? So, 2 weniger. So, Strom benötigt. Den lesen wir doch mal. Okay. Tresor wird geknackt. Tresor? Tresor ist auf. 250 Ocken. Ja, yep, läuft. Und ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Oh, was ist denn das hier? Ach, das ist die Ecke, okay.
Und zwar, man muss, glaube ich, da irgendwo drauf schießen. Nee, da müssen wir rein. Ein Comic gefunden. Was? Moment. Naja, oder man nimmt einfach diesen Weg hier. Ich mache auch den Strom an. Ja. Hier war ein Comic. Ja, hier. Nö, sehe nix, denn zählt es wohl für beide. Ah, jetzt dürfen wir da rein. Wow. Schau dir die Alter. Effekte an. Ist der tot? Die haben bestimmt eine Leiche genommen dafür. Die wurde gerade eine Leiche weggezogen. Alter. Oh, ey. Guck mal, Hubis. Oh, guck mal. Nice. Vor allen Dingen die Tiere, das passt ja richtig zu dir. Ja. Wow. Da ist, glaube ich, irgendwas runtergefallen gerade. Wir sind da. Wow, Munition ohne Ende. Geisterhaus abgeschlossen. Ey, vor dem Auto, da, was, das Auto fährt auf mich zu, da habe ich mich richtig erschrocken. Hat man nicht gemerkt. Hier ist ein Knüppel. Das ist ein interessantes Telefonat gewesen. Und ganz viel Geld. Nom, 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 nom. Und drei Magazine. Da fehlt auch noch Bliss. Ich stelle mir noch mal kurz was her. Das. Kann ich wieder Bliss nehmen? Haha! Gut, dann sind wir hier wohl. Schuhe, guck mal. Brauchst neue Sneakers? Nein. Kann man hier? Nee, kann man nicht. Oh, Wolf! Hund! Mii! Aus! Lass mich! Böser Hund. Der andere lebt ja immer noch. Ich fass es nicht. Nee! Kackter Hund. Ach, guck mal hier, die haben sie sogar ein Reh haben sie sich geholt. Die haben sie gerade gestört, deswegen sind sie ja so aggressiv gewesen. Man soll ja auch den Vorsicht sein. Tiere beim Essen stören und so. Ja, wie Menschen beim Essen stören, ne? Kannst du eine reinkriegen. Wenn nicht sogar zwei. So, dann brauchen wir nur einen fahrbaren Untersatz. Ah, davon ist ja sogar eins. Jagdgebiet. Pronghorn. Ach, guck mal hier. Neue Quest.
Nehme ich. So. John wendet seinen Blick. Wir haben einen Trupp auf dem Raptor Peak stationiert. Der Weg dorthin beginnt am Aussichtsturm, falls du sie treffen willst. Aber sei vorsichtig, das ist tief im Peggy-Gebiet. Tief im Peggy-Gebiet, okay. So, einen Fahrbahnuntersatz habe ich. Dann mal los. Wie nur einer drin. Ist ja gar nicht gelohnt. Danke. Typ. Sag bloß, das Viech über uns ist wieder da. Ich guck schon. Ja, der Verrückte ist wieder da. Ja, kann man anders. Der kommt. Mein Platt. Sehr gut, wenn er Schaden nimmt. Abgestürzt. Nice. Lass uns ihn looten gehen und Tee beuteln. Wenn wir hier fertig sind. Der kann rückwärts fahren. Was war denn das? Oh, wir sind da. Beim nächsten Dings müssen wir mal gucken. Beim nächsten Waffenhändler. Ich würde dann die Waffe erstmal wechseln. Kennen wir den? Was ist denn das für ein Verrückter? Neuer Charakter entdeckt! Moment. Da ist noch ein Erntebefehl. Den nehme ich mir noch mit. Und ein Rohr. Und hier ist ein Arcade-Ding. Hier hinten noch was? Wow. Der kann hier angeln. Was war denn das? Warum explodiert hier alles schon wieder? Oh, hier sieht es, glaube ich, aus nach einem Bunker. Nee, sieht nur so aus. Da kommt man leider nicht rein. Erstmal hier alles plündern und looten. Yep. Nee, da geht's nicht rein. Schade. Also spricht man mit Zippo. Ja, mit Zippo. Schon seit Jahren, aber natürlich taucht erst jetzt jemand auf. Ah, noch jemand, der nach Gerechtigkeit sucht. Ja, ich weiß, wer du bist. Du bist dieser Deputy, der diesen Globalisten-Peggys kräftig in der Scheiße rührt. Alles an dieser Sekte stinkt. Du weißt, dass ich recht habe. Sprich es aus. Sag es zusammen mit mir. Wir sind alle Sklaven der Regierung. So ist es. Gedankenkontrolle, ganz genau, Mädchen. Das planen die schon die ganze Zeit. Du weißt es, ich weiß es. Und du willst wissen, wie sie das machen? Es ist im Essen. Tja, jetzt nicht mehr. Nein, Mann, das ist im Trinken. Wir beide. Die Regierung. Ja! Wir ficken die Regierung. Ich erklär's dir auf dem Weg. Komm mit. Oh, Kacke. Der sagt, steig ein. Kannst du auf den Kofferraum? Steck ein. Komm schon, bist du dabei oder nicht? Da, steig mal rauf. Ja, nein, oder doch, oder nicht, oder doch, oder was? Was ist denn jetzt? Ich bin dann drauf. Die
Welt geht nicht unter, wie die Sekte behauptet. Das ist doch nur so eine teuflische Einschüchterungstaktik der Regierung. Was zum? Von dem abzulenken, was wirklich passiert. Das hier ist Ground Zero für alle Regierungsarschfickversuche. Wie fährt denn der? So wie der Rederedakteur. Genetisch verändertes Zeugs und sowas alles. Ich hab mich mal ein bisschen an dem Viehhof da oben umgesehen. Und die lagern da fässerweise dieses gehirnzersetzende Zeug. Oh. Okay. Sieht aus, als müssten wir laufen. Ich fass es nicht! Bliss. Sie verfüttern es an die Tiere und wir essen es dann. Die wollen uns chemisch gefügig machen. Und deshalb müssen wir diese Werkzeuge der Indoktrinierung zerstören. Alter Björn, du hast Freunde. Ich kann da, what the fuck, einfach, jetzt lauf. Oder ich hau dich. Oh. Warum will der dich niederbrennen? Weiß nicht, hab ihn geboxt. Oh. Ja, der soll hinne machen hier. Ja, du sollst. Muss ich jetzt mal alles kaputt machen? Das geht nicht weiter. Ah, jetzt läuft der. So, ich hab mal mich um seinen Karre gekümmert. So, meine Karre! So hat er gerade ausgeguckt. Oh. Die Whitetails brauchen mehr Ausrüstung und bei der Bergungsstätte gibt es noch brauchbaren Kram. Wir gehen rüber. Fährt er? Und holen ihn uns. Sonst kommen uns die Peggys zuvor. Was macht er? Er fährt schon wieder nach da unten. Alter, warum lässt du mich mit einem Psychopathen alleine? Ich weiß es nicht. Was macht der? Hat er schon wieder gesagt, wir müssen laufen? Ja, der hat die Karre in den Sand gesetzt. Alter, wo hat er fahren gelernt? Bei dir. Niemals. Jetzt kann er fahren. Meine Fresse! Das glaubt mir keiner. Gut, dass ich hier hinten sitze. Nicht vorne bei den Idioten. Ja, aber ich würde mal sagen, was gleich passiert, sind wir in der nächsten Folge. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Mit dem Krankenwagen. Und denkt dran, Leute. Immer schön den Lachs auf den Tisch kloppen, ne?